Matthias von Mats Gitarrenkursen zu einem weiteren Riff aus der Serie Magic Rock Riffs. Diesmal Engel von Rammstein. Ja, ich hole die Kamera ran und dann schauen wir uns das an. Bis gleich. So, wir haben kontinuierlich Wechselschlag die ganze Zeit. Wir stimmen die E-Seite auf D runter. Das heißt, am besten Stimmgerät schnappen und eben die E-Seite auf D runterstimmen. Und dann geht es eben los im dritten Bund auf der A-Seite mit der Note C. Und dann geht es eben zum D. Schon mal einfach mal diese zwei Töne ein paar Mal hintereinander. Einfach mal so einen Wechsel anschlagen. Sollte kein Problem sein. Dann zweimal jetzt runtergestimmte tiefe D-Seite anschlagen. Also Finger im sechsten Bund auf das S und der Ringfinger im fünften Bund auf das D. Also bis dahin wäre dann wieder zweimal die leere D-Seite. Also so. Das kann man ganz gut im Kreis spielen. Versucht die linke Hand komplett ruhig zu lassen. Also nicht die Hand bewegen, sondern wirklich nur mit den Fingern hoch und runter. Spielen wir wieder das C und das D. Also tiefe D-Seite an, also und
dann spielen wir das Ganze nochmal. Das heißt, nochmal C und D und noch einmal die leere D-Seite. Also diese drei Noten werden insgesamt zweimal gespielt, also als Ganzes. Zweimal, zweimal, jetzt. Das heißt, wir haben da so eine leichte rhythmische Verschiebung. Beziehungsweise tonliche Verschiebung, keine rhythmische Verschiebung. Ganzes. Und jetzt das im Kreis hintereinander weg sozusagen. Jetzt ist es so, dass dieser Teil dreimal gespielt wird. Also eins, zwei, jetzt kommt drei, jetzt fangen wir das vierte Mal an. Nochmal die leere D-Seite und dann diese beiden Töne, sondern jetzt schlagen wir dreimal dieses F im dritten Grund auf der D-Seite an. Ja, nochmal das vierte Mal sozusagen. Mal komplett nochmal. Zwei. Drei. Vier. Und dann geht's wieder von vorne los. Noch einmal und. Ist klar geworden, der ist so ein bisschen tricky durch diese Verschiebung, ja, weil wir da quasi so einen Dreierblock haben, den wir dann verschieben, da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten mit ein bisschen Üben und vielleicht noch so ein bisschen dann, wenn man es dann auf Tempo bringen will. Das braucht dann so ein bisschen Training einfach. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir den Daumen hoch.
abonniere meinen YouTube-Kanal, komm auf, schau dich ein bisschen bei meinem Kanal um oder in meinem Kanal ein bisschen um. Da gibt es noch diverse andere Videos. Komm bei Facebook oder Twitter vorbei oder auf meiner Homepage www.mats-gitarren-kurse.de. Und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial wieder. Und tschüss!